Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute mache ich ein russisches Gericht, Manti, und ich habe festgestellt, dass ich habe kein Grundrezept für den Teig, für diese Teigtaschen in meinem Playlist. Dann habe ich mir gedacht, ich werde heute nur den Teig aufnehmen, dass ihr könnt immer zurückgreifen und nicht lange nach den Videos suchen, weil die Füllung muss man nicht unbedingt auch aus dem Hackfleisch machen, sogar kann man aus dem Kürbis machen, sehr, sehr auch lecker. Ich werde verwenden nur 500 Gramm Mehl. Und für diese 500 Gramm Mehl brauchen wir 200 Milliliter ganz normale kalte Wasser oder Zimmertemperaturwasser, ein Teelöffelchen Salz, 2 Esslöffel Öl, in meinem Fall nehme ich Olivenöl, kann man auch Sonnenblumenöl nehmen auch, und ein Ei. Das werden wir erstmal gut verrühren. Das reicht, es ist alles gut vermischt und jetzt werden wir dazu Mehl geben. Mehl unbedingt 7. Ich nehme 405, der Typ. Erstmal nehme ich den Löffel, weil unten ist Flüssigkeit und klebt dann stark an die Hand. Sonst kann man diese Teig auch in die Maschine machen. Und werden jetzt herstellen einen so richtig schönen, festen Teig. Diese Teig kann man auch gut einfrieren und wenn besonders jetzt zum Beispiel Reste bleiben übrig, kann man ruhig einfrieren und danach einfach auftauen und weiterverwenden. So, und jetzt können wir mit der Hand das machen. So, gebe das auf den Tisch und alles zusammenkneten. So, einfach alles in der Mitte und dann geht es los. Ein paar Minuten müssen wir schon kneten. In der Maschine natürlich ist es viel einfacher. Es ist sowas, was wie ein Nudelteig, nur mit weniger Eier. Aber die Konsistenz ist fast das gleiche. Wenn ich aber keine Maschine habt und habt ihr doch ein bisschen Probleme mit der Hand, habe ich einen Tipp für euch. Jetzt zusammen den ganzen Mehl genommen, ja, es ist nicht mehr trocken, es ist ungefähr nicht mal halbe Minute, haben wir fertig. Einfach mit dem Deckel zumachen und nur 5 Minuten stehen lassen, das wäre schon auch okay. Und danach weiter kneten. Wenn ein bisschen ruht, wird diese Kleber in dem Mehl weicher, wenn ich so besser kann erklären, und dann elastisch und dann kann man es mal besser das zu kneten. Nach 5 Minuten nimmt ihr den Teig und er fühlt sich schon viel besser. Und wenn es noch nicht so richtig glatt ist, dann so knetet ihr so ein paar Sekunden, nicht mal halbe Minuten, wieder zu und nochmal 5 Minuten warten. Und danach habt ihr auch einen perfekten Teig. So, meine Lieben, nach ein paar Minuten kneten. So, es fühlt sich schon gut aus. Jetzt schön richtig fester Teig. Aber er ist noch nicht richtig so glatt. Und dafür lege ich ihn in Plastikbeutel und lasse ihn in den Kühlschrank 30 Minuten ruhen. Und dann wird ihr selber sehen, wie toll sieht dann unser Teig nach 30 Minuten im Kühlschrank. So, holen wir unseren Teig aus dem Kühlschrank raus. Und jetzt, wenn ihr in die Hand hält, dann spürt ihr selber, wie so elastisch es geworden. Richtig schöne Teig geworden. Und jetzt können wir ihn einmal nochmal durchkneten, dann wird er richtig schön glatt. Schaut, die Oberfläche
von unserem Teig jetzt. Wunderbar. Und jetzt können wir ihn verarbeiten oder einfrieren, wie ihr es wollt. Wenn ihr jetzt wollt verarbeiten, dann lasst ihr auch wieder so 5 Minuten jetzt stehen, bis dass ihr jetzt eure Füllung vorbereitet und alles. Und dann wird der Teig wieder so elastischer werden. Danach nicht mehr kneten, sondern vielleicht in eine Rolle rollen, aufteilen und immer ein Stückchen dann verarbeiten. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß bei diesen leckeren Teigtaschen zubereiten, egal mit welcher Füllung wollt ihr das machen. Dieser Teig kann man auch für Pelmeni verwenden, es ist wirklich auch gut für Pelmeni. Für Wareniki kann man ihn das auch nehmen. Am besten liebe ich diesen Teig für die Mantel. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!